Die 60 Sekunden Frühstücksshow von Westphal TV. Heute präsentiert von der Firma Auto- und Zweiradtechnik Brass-Kieselstein GbR in Wuppertal. Und wir starten in den Tag mit dem Wetter aus Freudenberg im Kreis Unna. Das Wetter am Dienstag, 4 Grad minus ist es. Man soll sich von der Sonne hier nicht täuschen lassen. Es ist also bitterkalt und es weht ein östlicher Wind. Und schon sind wir wieder im Warmen an diesem Dienstag, der 26. März. Und wir sind ja in der Vor-Osterwoche. Da haben wir natürlich ein paar besondere Tipps für Sie, wenn Sie vielleicht gerne backen. Kommt hier Mary Mümmelmann mit ihrem Koch- und Backtipp des Tages. Für Streuselkuchen mischen Sie 2 bis 3 Esslöffel Grieß um das Mehl. Dann wird der Streusel beim Backen nicht hart. Schmeckt doppelt so gut. Dankeschön, liebe Mary, die ja in der Tat eine sehr gute Bäckerin ist, was daran liegt, dass ihr Vater ein Konditor war. Ja, das vererbt sich dann wahrscheinlich doch. So, was habe ich heute in der Zeitung entdeckt? Ich habe es bereits bei Facebook geschrieben. Langschläfer sind erfolgreicher. Ja, dann bin ich heute nicht sehr erfolgreich. Ich bin sehr früh aufgestanden, weil die Sonne mich doch geweckt hat. Und dann habe ich mich davon täuschen lassen. Aber es waren minus 4 Grad. Und das ist ja wirklich nicht sehr angenehm. Aber immerhin, es ist sonnig. Und wir haben ja die Hoffnung, dass das Wetter besser wird. Ja, und ob das nun wirklich stimmt, dass Langschläfer die erfolgreicheren Menschen sind, darüber kann man diese Abhandlung lesen. Die Uni Madrid hat ja 1000 Leute untersucht, aber genauso gut hat man auch festgestellt, dass sehr erfolgreiche Menschen eben Frühaufsteher sind. Also Obama ist ein Langschläfer, aber Angela Merkel ist eine Frühaufsteherin. Ja, was will uns das sagen? Ich kann es nicht beantworten an dieser Stelle. Darum habe ich es mit einer Weisheit von Erich Kästner, mit der ich heute die Sendung beschließen möchte. Steine, die einem in den Weg gelegt werden, die kann man dazu benutzen, etwas Schönes zu bauen. Nicht wahr? So sehe ich das auch. In diesem Sinne wünsche ich euch das Beste, was euch heute noch passieren kann. Und die wahre Lebensweisheit zum Tage, die kommt natürlich von Wolfgang Mäuler jetzt im Anschluss. Macht's gut, bis bald in alter Frische. Präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann in Halle. Zum heutigen Dienstag eine Lebensweisheit von Theodor Fontane. Glücklich machen ist das höchste Glück, aber auch dankbar empfangen können ist Glück. Ja, Rudi, macht auch mal die Vögel glücklich und gebt ihnen etwas Futter. In diesem Frühling voller Schnee und Kälte werden sie dankbar sein.